Gespräch C. Eine kleine Spende für die Kinderhilfe. Eine kleine Spende für die Kinderhilfe. Kannst du mir sagen, ob's schon 2 Uhr ist? Eine kleine Spende für die Kinder. Hier hast du 1 Euro. Danke, ich glaube, es ist 2:15. Du glaubst? Weißt du's nicht genauer? Also schön, hier hast du noch mal 50 Cent. Nun? Es ist jetzt genau 13:56 Uhr. Ha, da oben ist ja 1 Uhr. Na also sowas. Eine kleine Spende für die Kinderhilfe. Eine kleine Spende für die Kinderhilfe. Gespräch D. 20 Cent pro angefangene 12 Minuten. Das macht dann für 1 Stunde 60 geteilt durch 12, das ist 5 mal 20 ist 100, also 1 Euro. Ach, Mann. Hallo? Sie? Entschuldigung. Ja? Könnten Sie vielleicht diesen 5-Euro-Schein wechseln? Ich brauche dringend Münzen für Automaten. Mal sehen. 2, 4. Ah ja, da ist noch einer. 5 Euro, bitteschön. Vielen Dank, das ist sehr nett. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ach, was ist denn jetzt wieder? Warum nimmt er die denn nicht? Ach, Mann. Hey, Moment mal. Was machen Sie denn da? Hey, Moment. Warten Sie. Das ist also Ihr Wagen, ja? Ja, aber... Sie parken ohne Parkschein. Ja, ich weiß. Ich wollte doch gerade... Ja, das sagen alle. Hier, bitte. 20 Euro? Aber hören Sie mal, ich... Schönen Tag noch. Das ist unglaublich. So eine Unverschämtheit. Ich werde mich beschweren. Das lasse ich mir nicht gefallen. Gespräch E. Halt! Geben Sie das her! Nein, das ist meine! Ihre? Meine ist das! Was? Ich habe sie eben verloren. Ich habe sie gerade im Moment verloren. Nein, ich! Na schön. Dann wissen Sie sicher auch, wie viel drin ist, oder? Natürlich. Ungefähr 20 oder so. Nur 20? Dann ist es meine. In meiner ist viel mehr drin. Also bitte, machen Sie sie auf. Dann sehen wir es ja. Hier, bitteschön. Nehmen Sie sie. Nein, nein. Behalten Sie sie nur. Aber es ist doch Ihre. Nein, es ist sicher Ihre. Sie ist ja braun. Braun gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Gespräch F. Papa, kaufst du mir ein Eis? Ich habe dir gerade schon ein Eis gekauft. Ja, aber das ist runtergefallen. Guck mal, darüber freut sich jetzt der Hund. Dann musst du besser aufpassen. Ach, Papa, bitte. Hier, mein Junge. Ich hoffe, mein Eis schmeckt dir genauso gut, wie meinem Hund dein Eis schmeckt. Audiotraining 1. Am Bankschalter. Fragen Sie höflich. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Wo kann ich ein Konto eröffnen? Können Sie mir sagen, wo ich ein Konto eröffnen kann? Und jetzt Sie. Wo kann ich ein Konto eröffnen? Können Sie mir sagen, wo ich ein Konto eröffnen kann? Wie lange muss ich auf die EC-Karte warten? Können Sie mir sagen, wie lange ich auf die EC-Karte warten muss?
Wo bekomme ich Kontoauszüge? Können Sie mir sagen, wo ich Kontoauszüge bekomme? Wo kann ich Geld abheben? Können Sie mir sagen, wo ich Geld abheben kann? Wie funktioniert Online-Banking? Können Sie mir sagen, wie Online-Banking funktioniert? Wo kann ich Geld ins Ausland überweisen? Können Sie mir sagen, wo ich Geld ins Ausland überweisen kann? Audiotraining 2. Weißt du, ob... Fragen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Kann ich hier mit EC-Karte zahlen? Weißt du, ob ich hier mit EC-Karte zahlen kann? Und jetzt Sie. Kann ich hier mit EC-Karte zahlen? Weißt du, ob ich hier mit EC-Karte zahlen kann? Ist Online-Banking sicher? Weißt du, ob Online-Banking sicher ist? Hat die Bank am Samstag geöffnet? Weißt du, ob die Bank am Samstag geöffnet hat? Funktioniert der Geldautomat endlich wieder? Weißt du, ob der Geldautomat endlich wieder funktioniert? Kann man am Schalter Geld einzahlen? Weißt du, ob man am Schalter Geld einzahlen kann? Kann man hier in Raten zahlen? Weißt du, ob man hier in Raten zahlen kann?